Hallihallo und guten Morgen aus Bangkok. Hier ist wieder der Martin. Heute mit einer Motorbike-Tour. Wir fahren um 7 Uhr morgens los und schauen uns mal an, was der Verkehr so macht in der Stadt. Wir fahren einfach mal Richtung Innenstadt, so ein paar Schleichwege. Rechts neben uns haben wir hier den Airport Rail Link Ramkam hängen. Da ist also unser Startpunkt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. So, immer schön aufpassen, was von hinten kommt. Denn da kommen einige. So, jetzt einfach einfädeln hier in den Verkehr. Und los geht es. Ich bin mal gespannt auf die Tonqualität heute. Ich habe ein neues Setup hier. Ein kabelgebundenes Mikrofon. Mal schauen, wie das funktioniert. Also immer noch rechts neben uns fährt also oben rechts der Airport Link Richtung Makassan, Richtung Payathai. Wir fahren quasi im Moment parallel zu dem Airport Link und schleichen uns jetzt hier auf so ein paar Hinterwegen. Wenn wir jetzt hier links fahren würden, kämen wir zur Phetchaburi Road. Da können wir aber nur links abbiegen, wenn wir an der Straße angelangt sind. Deswegen fahren wir noch weiter hier einen Schleichweg. So, jetzt geht es hier hinten rum. Hier links haben wir auch ein Hospital und wenn wir weiter geradeaus fahren, was wir da machen, dann kommen wir ziemlich nah ans Bangkok Hospital. Das ist quasi der Weg, nur ein paar Minuten entfernt von meiner Wohnstätte, vom Ramkam Heng Airport Link. Und gleich, ganz interessant, kommt hier auf der linken Seite der kleine Bahnhof, denn links sehen wir die Schienen von der Bahn, die vom Hauptbahnhof, vom früheren Kuala Lumpur Richtung Osten gehen, also auch Richtung Pattaya. Das ist hier eine einspurige Bahnführung, die teilt sich ab und zu mal in zwei Gleise. Da kann dann überholt werden bzw. der Gegenverkehr passieren. Und wir sehen also hier noch, es hat geregnet in der Nacht. Straßen sind noch nass, da ist noch viel Wasser auf der Straße. Und hier ist gerade vor uns zweispurig, kann man sehen, auf der Bahngleise. Und hier ganz links ist der Klongtan Market. Wirklich ein ganz kleiner Markt. Der hat am frühen Morgen weniger Bedeutung. Am Nachmittag sind da schon mehr Menschen unterwegs. Und hier jetzt links ist der Klongtan Bahnhof. Aber wir fahren weiter geradeaus. Am Ende der Straße können wir dann rechts abbiegen zum Bangkok Hospital. Das machen wir natürlich nicht. Wir fahren weiter auf der Parallelstraße zur Phetchaburi Road. So, hier ist relativ entspannter Verkehr. In einer halben Stunde sieht das hier deutlich anders aus. Wir haben jetzt, wie gesagt, ziemlich genau 7 Uhr. Und es geht jetzt also Richtung Rush Hour. Bevor 7 ist noch alles halbwegs okay. Aber dann wird es fürchterlich. So, hier sind auch immer wieder kleine Essensstände. Hier zum Beispiel ganz interessant auf der linken Seite. Da sind jetzt noch die Stühle hochgeklappt. Aber zur Mittagszeit gibt es hier frittierte Hähnchen. Sehr, sehr lecker. Sehr preiswert. Immer voll mittags. Und hier, wenn wir jetzt hier rechts fahren würden, da hinten sieht man also das Bangkok Hospital. Wir fahren aber jetzt kurz links und dann wieder rechts. Und hier vor uns auf der linken Seite ist auch das Bangkok Hospital Dental Center. Wer also mal Zahnweh hat, hier ist eine Armada von Zahnärzten in dem Hospital. In der Regel brauchst du keinen Termin. Da sind so viele Ärzte, so viele Sprechzimmer. Das ist wirklich unglaublich. Das ist eine Wand, die dir zeigt, welche Ärzte da ihren Dienst tun. Ich glaube, da sind bestimmt 50 Zahnärzte in der Klinik beschäftigt. Vom Schwesternpersonal mal ganz abgesehen. Also sehr, sehr tolle Klinik. Bin da schon zwei, drei Mal gewesen. Die machen von der Zahnreinigung
über Kieferchirurgie alles. Ja, jetzt haben wir die Bahnstrecke quasi rechts von uns. Vielleicht sehen wir auch gleich noch einen Zug. Denn jetzt ist quasi Rush Hour, was die Züge betrifft. Da kommen also alle Nase lang, fahren jetzt Züge hin und her, also Richtung Innenstadt, kommen vom Osten. Und auch aus der Innenstadt Richtung Osten. Bin mir sicher, dass wir gleich hier noch einen Zug sehen werden. Also jetzt die Bahnstrecke rechts von uns und oben immer noch der Airport Link. Die führen also ziemlich parallel zueinander bis nach Payatai. So, hier das Schild. Ihr habt das gesehen. Links geht's wieder zur Phetchaburi Road. Vielleicht kann ich da mal eben so einen Schlenker hinmachen. Da geht's also zur Phetchaburi Road. Wir fahren aber wieder den Schleichweg. Einmal kurz hier drüber. Passieren jetzt die Bahnlinie. Und dann ist die Bahnlinie wieder links von uns. So. Und jetzt über uns quasi der Airport Link. In den Morgenstunden in die Stadt hinein, brechend voll. Wenn man jetzt zum Flughafen fährt, ist er relativ nicht so voll. Aber am Nachmittag natürlich, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause fahren, wieder aus der Stadt raus, dann ist auch der Airport Link bis ungefähr 20, 21 Uhr immer brechend voll. Jede einzelne Fahrt. So, dass man manchmal gar nicht. Wenn man hier zum Beispiel in Makassar einsteigt, da kommt man manchmal gar nicht in den Zug rein, sondern muss den nächsten abwarten. Da rückt man immer in der Schlange ein bisschen vor, weil der Zug, wie gesagt, proppenvoll ist. Ja, hier diese Straße ist also Katastrophe. Hier geht es immer so einen kleinen Hügel auf und ab. Ich weiß nicht genau, ob darunter irgendwelche Wurzeln hochkommen oder ich habe keine Ahnung. Das ist hier ein Auf und Ab. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen in dem Video, wenn ich auf und ab fahre hier. Jetzt kommt hier wieder ein Hügel rauf und runter. Oder vor uns, wenn wir die vor uns fahrenden Motorbikes sehen, da kann man das genau sehen. Es geht rauf und runter, rauf und runter. Deswegen fahren die meisten oder viele hier auf der Spur ganz rechts, weil sie dann nicht so viel von dem Hubbel abhaben. Dafür kommen die Kanaldeckel hier zum Tragen, also auch keine gute Lösung. So, genau unterm Airport Link fahren wir jetzt wieder durch nach links und sofort wieder rechts. Noch ein Schleichweg. Und vor uns hätten wir jetzt wieder die Phetchaburi Road. Wir fahren hier geradeaus. Und dann kommen wir da hinten am Ende dieser Straße, kommen wir zu Ashok Mantri Road. Da kann man dann quasi rechts Richtung Rama 9 fahren. Man sieht hier auf der linken Seite jetzt vielleicht nicht so gut, weil ich so schnell fahre, aber hier wohnen wirklich auch noch Leute unter der Bahntrasse. Das ist manchmal traurig anzusehen, aber die, wie gesagt, die leben da halt. So, hier geht's normalerweise nur in den Morgenstunden geradeaus, so wie jetzt. Links wieder, hier geht es jetzt runter zu Ashok Mantri Road. Da geht es auch dann Richtung Sukhumvit, wenn man geradeaus weiterfährt. Und hier ist die Airport Link Station Makassar. Auch der Bahnhof hier, der Zugbahnhof von der Thai Railway, da heißt sie auch Makassar Station. Manche sagen auch Ashok, aber das ist Makassar Station. Ah ne, das ist Ashok. So, eine weiter ist dann Makassar, wo auch der. Jetzt gehen die Schranken runter. Eine Station weiter von dem normalen Zug ist dann die Makassar Station an dem
an dem Markt. Da machen wir gleich einen Rundgang. Und jetzt gehen die Schranken runter, der Zug kommt. Also wie gesagt, oben der Airport Link heißt Makassan, hier unten die Bahnlinie Station heißt Asso. So, jetzt gehen natürlich die Schranken nur dann runter, wenn die Trasse hier frei ist. Ja, wenn also keine Autos auf dem Gleis stehen hier. Man kann sehen, also hier ist noch reges Treiben. Jetzt geht die Schranke langsam runter, da sind noch ein paar Motorbikes. Und hier auch, jetzt geht die Schranke runter. Das sind wirklich altertümliche Schranken noch, aber alles funktioniert hier. Und jetzt kommt der Zug entweder von hinten, also von Osten. Ja, sieht so aus, er kommt von Osten. Und das gucken wir uns noch an, das Schauspiel. Dann fahren wir nämlich weiter hier entlang der Bahn Richtung Makassan Station und da gehen wir auf den kleinen Markt. Der ist wirklich ganz toll, da musst du morgen zwischen 7 und 8 Uhr hingehen. Und das ganz Interessante ist, in dem Zug jetzt, der hier vorbeikommt, da sitzen Markthändler drin, die kommen irgendwo aus der Provinz und bringen ihr Obst und Gemüse mit, ja meistens Gemüse, haben dann ein paar Körbe mit Gemüse dabei, steigen da aus und verkaufen es da. Wenn das alles abverkauft ist, fahren Sie mit dem Zug wieder nach Hause um 11 Uhr. So, der Zug kommt jetzt. Ich mach schon mal das Motorrad wieder an. Also, hier ist der Zug. Und wir fahren jetzt quasi mit dem Zug zusammen. Guck mal, was hier für Löcher in der Straße sind. Kann man das sehen? Hier vor mir. Also, wenn du da nachts durchfährst, dann Prost Mahlzeit. So, der Zug hält jetzt hier an, die Leute steigen ein und aus und eine Station weiter ist der Markt. Wir werden eher da sein. Dazwischen gibt es noch zwei Übergänge, glaube ich. Also hier die Nebenstrecke ist wirklich angenehm zu fahren. Auf der Phetchaburi Road, da stehst du jetzt schon im Stau. Das macht keinen Spaß, auch mit dem Motorbike. Du kommst da teilweise nicht vorwärts. So, weit vor uns kann man sehen den Baiyoki Sky Tower. Heute in 4K, also mit hoher Auflösung, gut geeignet, um das Ganze auf Monster TV zu gucken. Wir wissen, wer gemeint ist. So, jetzt hier nochmal einen kleinen Schlenker. Und dann haben wir gleich vor uns den Makassan-Markt. Ja, das ist gut zu wissen, wenn man hier so eine Nebenstrecke kennt. Dann kann man ordentlich Zeit sparen. Weil Bangkok ist in der Regel Stau von morgens bis abends. Manchmal sogar nachts. Deswegen fahre ich auch gerne mit dem Boot oder mit den Bahnen. Weil das macht einfach mit dem Auto keinen Sinn. Auch nicht mit dem Taxi oder so. Motorbike-Taxi, die können sich ein bisschen besser bewegen, fortbewegen. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite den Markt. Und ich gucke jetzt mal, ob ich hier einen Platzsaal finde, einen Parkplatzsaal. Wir sind natürlich heiß begehrt hier. Müssen mal schauen. Will auch niemanden behindern hier.
Und hier zum Beispiel, das sind die Parkplätze für die Motorbike-Taxis. Da will ich mir natürlich auch nicht nebenstellen und denen den Parkplatz wegnehmen. Aber hier ist jetzt der Morgenmarkt, der Makassan-Morgenmarkt. Und ich werde jetzt hier, wie gesagt, parken. Dann gehen wir hier mal über den Markt und schauen, was hier los ist. Jedes Motorbike steht hier direkt auf der Bahnlinie, macht aber nichts, weil hier fährt kein Zug mehr drüber. Also, hier werden wir uns auch hinstellen. Und zwar genau hier. So. So, sind wir jetzt hier angekommen. Ich mache mich startklar. So, wie ist meine Frisur? Kann ich so gehen? So, alles klar. Ich mache mich startklar und dann gehen wir hier eine Runde über den Markt. Also, muss die Kamera jetzt hier von dem Stativ runter machen. So, und jetzt gehen wir nämlich hier über den Markt ganz schnell. Durch die Gasse, durch die hohle Gasse wird er kommen. Und da können wir nämlich sehen, da kommt gerade der Zug an. Wir waren jetzt also wirklich fix. Und jetzt können wir nämlich sehen, wie hier die Händler aus dem Zug aussteigen. Hier die Familie oder Kollegen warten manchmal schon. Hier wird auch Essen reingereicht für Mitreisende, fürs Bahnpersonal oder wie auch immer. So, jetzt geht die Tür hier auf. Und jetzt bin ich gespannt. Der Vorführeffekt, ob wir jetzt hier jemanden sehen oder nicht, der Warenausliefer. Ja, hier. Man sieht also, hier werden Waren rausgereicht. In Beuteln, manchmal auch in Kisten. Meistens sind wir hier direkt ganz vorne. So, da ist noch ein bisschen Essen. Ja, es ist natürlich jetzt um 6:45. Da sind die meisten Markthändler natürlich schon hier, weil hier das Marktgeschehen schon voll im Gange ist. Aber hier so sieht es aus, da steht immer noch Bahnbediensteter. Ja, mit der Flagge hier. Jetzt wird die Glocke geläutet. Hier, Arbeitsteilung. Zwei Beamte. Einer läutet die Glocke hier, der andere hat die Fahne bereit. Das ist Thailand. Und das Ganze hier, man sieht es also, der Zug kommt aus Cha Chang Sao und fährt jetzt nach Hua Lumpur. Das Ganze hier ist die Makassan Railway Station. Und hier zum Beispiel gibt es auch noch ein Ticket Office. Man kann also hier noch Fahrscheine kaufen. Ja, hier sitzt also noch ein Bahnbediensteter und hier kann man sich zum Beispiel, ach, das will ich auch noch mal eben zeigen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Fahrplan hier. Man kann von hier aus, Leute, hört zu, man kann von hier aus, jetzt zeige ich euch mal, wo es hingeht hier. Hier, guck mal hier. Wo geht's da hin? Aranya Pratet. Das ist die kambodschanische Grenze. Kannst du hier einsteigen, morgens um 6.40 Uhr, der ist dann um 12:15 Uhr da. Das sind also, was sind das, 5 Stunden, ne? Ne, 4 Stunden. Warte, 5 Stunden, Entschuldigung. 5 Stunden, ziemlich genau, bis zur kambodschanischen Grenze. Und das Ganze geht auch nochmal um 13.55 Uhr, da ist man dann abends um 6:30 Uhr da. Also wer da mal Bedarf hat, da hinzufahren für einen Border Run oder einfach nur mal zum Gucken, eine schöne Fahrt zu machen, das Ticket kauft man hier am besten einen Tag vorher kaufen, weil dann kann man sich, glaube ich, auch einen Sitzplatz reservieren. Ich weiß aber nicht genau, ich habe diese Fahrt noch nicht gemacht. Das werden wir sicherlich auch noch tun. Der Schalter hier hat auch nur bis 18 Uhr auf. Also unbedingt tagsüber dann hinkommen, so eine Fahrkarte zu kaufen. Und ja, dann geht es hier durch die Bahnhofshalle. Hier war früher auch mal ein Coffeeshop, der ist auch nicht mehr. Geht es dann hier auf den Markt. Und ich liebe diesen Markt, weil er so wirklich so klein und gemütlich ist. Aber hier findest du alles. Weil auf vielen anderen Märkten, du hast ja 10 Stände, die alle das gleiche verkaufen. Ja? Und dann multipliziert mit den Waren, hast du 100 Stände, wovon, wie gesagt, alles doppelt und dreifach da ist. Hier gibt es auch Streetfood, so ein paar Stände. Mit gegrilltem hier, angefangen von Würstchen, Hähnchen, Fischcake und so weiter. Und natürlich hier Getränke. Ob es eine Mama-Suppe ist, mal eben schnell auf die Hand.
Ein Kaffee, eine Cola. Hier wird alles angeboten. Aber auch Haushaltswaren, ja. Ein bisschen Krimskrams. Aber nicht so Krimskrams, wie du es manchmal auf anderen Märkten siehst. Hier ist wirklich also reine Haushaltswaren, die auch wirklich für den täglichen Bedarf da sind. Also nichts mit Handyhüllen und sowas. Das gibt es hier nicht auf dem Markt. Das ist wirklich ein Markt, der auch nur vormittags ist, wo von 6 bis, ich sag mal von 6 bis 9 eigentlich, nach 9 Uhr, da manche schon alles abverkauft, weil die ganzen Stände, das kann man wirklich sehen hier, die sind teilweise wirklich klein. Guck mal hier, die haben hier ein paar Lauchzwiebeln dabei, was gibt es hier noch, ein paar Gürkchen, ja, große Gurken, kleine Gurken, ein bisschen Gemüse und dann war es das. Wenn die alles abverkauft hat, macht die ihren Bauchladen zu hier. Hier, die hatten ein paar Fische dabei, ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, ein paar Chilis, dann war's das. Guck mal hier, die kommen jetzt gerade erst an. Haben die verschlafen oder? Fragt man sich dann, ja? Ist gleich 7:30. Die kommen jetzt gerade hier wahrscheinlich vom anderen Markt, haben eingekauft, packen hier ihre Kisten aus. Das muss aber jetzt, Leute, ein bisschen flinker gehen. Also, was ist denn los hier? Ja, die haben wahrscheinlich verschlafen. Sag ich mal so. Ja, und man sieht es also, hier auch die Tische, ganz kleine Tische. Die haben vielleicht einen Tisch hier oder zwei. Da drüben ist der Eiermann, der hat die Eier auf dem Auto. Der ist auch noch nicht so weit. Die packen auch gerade jetzt aus. Guck mal hier. Der Eiermann, der kommt hier mit dem großen Pickup. Da sind nur Eier drauf. Ja, und die werden jetzt hier ausgepackt und werden dann da vorne auf dem Tischchen, werden die gleich verkauft. Also jetzt fährt er noch ein Stückchen zurück, damit sie nicht so weit laufen müssen. Da gehen wir jetzt mal gucken. Also das ist schon ein Spektakel. So morgens auf dem Markt, wenn die selbst erst gerade anfangen, ja, dann weißt du Bescheid. Guck mal hier, hat auch jemand verschlafen, ist noch ein Platz frei. Der wird wohl heute nicht mehr kommen, oder? So, hier zum Beispiel, hier auch, wird gerade ausgepackt aus den Kisten. Werden jetzt hier Reisgerichte ausgepackt, ja, Essen zum Mitnehmen, schon in der Küche vorbereitet. So, und hier nebenan werden jetzt die Eier aufgebraut. Also die, ne? Große, kleine, mittlere, frische, alte. Ja, es gibt ja so viele verschiedene Eiersorten hier, was man gar nicht so kennt bei uns. Die verkaufen nicht nur rohe Eier, die verkaufen auch teilweise die gesalzenen Eier, die gekochten Eier. Ja, das ist also, ist schon eine tolle Sache. Also ich bin gerne auf Märkten, das wisst ihr ja, sonst wäre ich ja nicht hier. Hier, die auch, guck mal hier, die hat nicht viel dabei, ich sehe auch keine andere Kühlkiste. Wenn die das verkauft hat hier, dann ist hier Feierabend. Die hat ein paar Schweinepfoten, ein bisschen Nacken und Rippen, ja, da vorne noch ein bisschen gehacktes Schweinehack, da tanzen die Fliegen schon drauf, ja, das ist Thailand. Ja, hier ist der Schweinehack. Immer schön durchgaren, sonst gibt es Probleme. Das ist mein Markt. Weil das ist wirklich ein richtiger Frischmarkt. Hier gibt es also so gut wie gar kein Streetfood, nur auf der Straße da vorne ein bisschen und hier am Eingang, wo ich gerade gezeigt habe. Ansonsten ist hier wirklich nur frisches Gemüse, Fisch, Fleisch. Hier auch Seafood. Guck mal hier, der hat nicht viel, der Mann. Packt auch gerade es aus. Ja, das sind immer kleine Händler, die bringen nicht viel mit, die haben nicht viel, die wissen genau, das verkaufe ich heute und dann bin ich wieder weg, ab durch die Mitte. Das ist ein toller Markt. Lasst mir gerne mal unten in den Kommentaren, wie ihr den Markt findet. Also ich kann nur sagen, mein Lieblingsmarkt, hier auch die Fische, hier, die sind frisch. Ja, die bewegen sich hier noch. Hier vorne gibt es frische Fische. Manche sind natürlich schon hier. Aber hier auch frische. Frische in dem Netz. Ja, die leben auch noch. Die sind ein bisschen ruhig. Ja, die bewegen sich nicht viel, aber die sind noch lebend. Lebende Frösche. Hier unten diese, das Aale. Man sagt Aale oder wie? Ja, und hier frische Fische. Die zappeln auch noch, wenn es sein muss, zwischendurch. Ja, ansonsten, hier, Fliegen auf dem Fleisch, das ist alles normal, ja. Hier gibt's Hühner beim Fisch auch noch, ja, der macht also doppelt.
Hier ist normalerweise auch ein Chicken-Stand. Ich weiß nicht, wo er ist heute. Ja, hier wird normalerweise Geflügel verkauft. Auch nicht da heute. Heute ist Mittwoch. Weiß gar nicht, wo sind die denn alle? Haben wir einen Feiertag noch diese Woche oder? Ja, aber hier, man sieht hier, hier ist auch Eis im Spiel. Also bei dem Seafood, da wird also nicht, nicht gespaßt. Hier die Shrimps, Garnelen, Tintenfische, alles schön auf Eis. So, wie gesagt, Obst gibt es relativ wenig hier. Aber hier haben wir zum Beispiel einen Stand, gibt es ein paar Trauben, Mandarinen, Apfelsinen, Bananen. Hier, Farang. Das ist alles, was der hier hat. Hier ist ein anderer Geflügelmann. Schöne Händchen hier. Hier wird schön, was wir auch nicht kennen, ja, da kann man es vielleicht sehen. Die Flügel mit den Eiern da, also ja, das Orangene innen. Auch hier gibt es schön immer mal ein paar Fliegen, aber wie gesagt, nicht so viel. Alles schön durchgaren, sonst könnte es zu Beschwerden kommen. Also Beschwerden seitens des Magens, Magen-Darm-Traktes. Hier noch ein paar Obsthändler. Und hier sind so zwei, drei Straßenhändler, die Essen verkaufen. Hier, ja. Wird schön frittiert. Da vorne gibt es auch noch eine Garküche, wo man sich hinsetzen kann. Kleines Restaurant quasi. Und da war das schon hier der Markt. Hier auch, guck mal hier. Hier zwei Schalen mit Insekten. Und dann war's das. Dann war es das hier. Alles andere wird mal eben hier, der hat noch einen kleinen Holzkohleofen. Guck mal hier, da ist ein kleiner Holzkohleofen. Und da wird jetzt gleich noch ein bisschen frittiert. Die hat nämlich noch Hühnerfleisch dabei. Man sieht es da, kommt gerade auf die Waage. Da ist Hähnchenfleisch. Das kommt gleich hier ins Fett auf dem Holzofen. Auf dem kleinen, ist unglaublich, wie ein Eimer. Also, hier vorne qualmt es auch noch, hier wird auch noch gegrillt. Ja, und da gibt es hier noch einen Coffeeshop. Aber hier, wie gesagt, ist ein Restaurant, hier kann man sich auch reinsetzen. Hier gibt es, was gibt es hier? Nudelsuppe? Hier gibt es Nudelsuppe. Ja. Hier gibt es auch Jok, die Reissuppe gibt es hier auch. Da gibt es dann noch einen Coffeeshop da vorne. Hier wird auch gegrillt. Wie gesagt, die haben nicht viel dabei, aber die wissen ganz genau, was sie brauchen, um zu überleben. Das verkaufen die ab, machen sie keinen Stress. Die wissen ganz genau, das geht heute über den Tisch, über den Ladentisch. Und dann bin ich wieder weg hier. Guck mal, hier gibt es noch eine Wäscherei. Hier kann man seine Wäsche mitbringen. Waschmaschinen, Wasserautomat, kannst du Wasser quasi, Wasserspender. Und hier sind wirklich noch Waschmaschinen. Hier kannst du Münzen reinwerfen, dann kannst du hier deine Wäsche waschen. Also, das ist eine tolle Sache. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, machen nochmal so ein kleines Overview. Hier auch. Auf so einem kleinen Holzkohlegrill wird ein bisschen, werden so ein paar Fleischsticks gebraten, oder gebraten, gegrillt. Und dann war's das. Das ist der Makassan, ich sag dazu, Makassan Railway Station Market. Ja, der Markt am Makassan Bahnhof. Ich liebe ihn. Ich bin wirklich gespannt, ob es in 10 Jahren solche Märkte hier noch gibt. So wie sie hier jetzt sind. Wirklich rustikal. Ganz einfache Tischchen und alles wunderbar. Auch hier die Motorbike-Taxis hier vorne, Motorbike-Treiber. Ja, Leute.
Das war er. Das war er, der Markt hier an der Makassan Station. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mal so sagen, bleibt gesund. Braucht ihr keinen Doktor. Ich trinke mir jetzt ein Käffchen und dann bin ich auch wieder weg. Alles Gute und bis morgen. Tschüss.